So, hallo zusammen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema, warum ich zum Beispiel in Oschersleben mit der Ducati Panigale V4S der Nina Prinz nicht habe folgen können oder warum ich vielleicht nicht an ihr dranbleiben habe können. Und zwar habe ich da einige Fehler gemacht, die ich eigentlich immer lehre nicht zu machen, aber ich erkläre euch genau, welche Fehler das waren und wie man die in Zukunft vielleicht verbessern kann. Bleibt dran! Absolut spannende, selbstkritische Analyse. So, um ein bisschen vorwegzugreifen, um ein bisschen den Hintergrund zu erklären. Ich war das erste Mal zu dem Zeitpunkt in Oschersleben, hatte einen Schüler dabei, der mich exklusiv gebucht hat, der Christian, und ich habe im Zuge dessen auch noch einen Motorradtest gemacht und habe die wunderschöne Panigale V4S 2020er Modell Serienmotorrad zu dem Zeitpunkt, also komplette Serienmotorrad aus der Schachtel, dabei gehabt und habe die 3 Tage von Ducati zur Verfügung gestellt gekriegt und habe da einen Test machen dürfen. Also muss man mal davon ausgehen, okay, das ist jetzt ein Serienmotorrad, aber wie ihr alle wisst, die Ducati ist natürlich ein irrsinnig potenzielles Motorrad, um auch richtig, richtig schnell zu fahren. Ich bin aber nicht wirklich darauf gefasst gewesen, dass dieses Onboard-Video entstanden ist. Und ich muss auch kurz zurückgreifen, ich bin ja ein bisschen so als frauenfeindlich angegriffen worden, weil ich gesagt habe, Frau fährt mir um die Ohren. Na klar, das ist halt ein bisschen so der Hintergrund. Ich möchte natürlich schon ein bisschen, dass der dass dementsprechend das Video auch viele aufrufen. Das soll nicht böse gemeint sein, nicht einmal die Nina selbst hat das für böse empfunden. Im Gegenteil, ich habe sie eigentlich sehr geehrt damit und ich denke, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn mir die Nina um die Ohren gefahren ist, weil die Nina ist halt auch dementsprechende Profifahrerin, die ist IDM gefahren, ist EWC gefahren. Also es wäre schlimm, wenn die nicht schneller wäre wie ich, aber ich erzähle euch jetzt einmal in dem Video hier, was genau ich hätte anders machen sollen. Der Hintergrund ist ein bisschen der, ich hatte den Test gemacht und ich brauchte noch eine Onboard-Aufnahme, die jetzt nicht mit meinem Schüler zusammen war, sondern die halt schon auch in der schnellen Gruppe für mich alleine quasi war. Und wir waren schon eine Runde draußen in diesem Turn und der wurde rot abgewunken. Ich habe aber gesehen, das war nur ein harmloser Sturz von jemandem. Also ich wusste, es geht gleich weiter. Wir sind in die Boxengasse zurückgekommen und ich habe mich gleich wieder vorne angestellt. Vor mir standen zwar schon ein paar Leute, aber ich habe mich wirklich bewusst vor denen gestellt, weil ich wusste, ich kann ja schneller fahren als die. Ich bin ja in der Regel auch mit einem Serienmotorrad, das mir nicht gehört, immer einer der schnellsten in der schnellen Gruppe, logischerweise. Auch wenn ich die Strecke nicht so gut kannte, aber das war jetzt... Ich wollte halt keinen Verkehr haben, sondern eine freie Fahrt. Und ich stand da quasi vorne an der Boxenausfahrt und dann hat sich jemand noch weiter vor mich gestellt. Und ich dachte mir noch schon, hey, schau hin, das ist ein Mädchen, die stellt sich da vor mir, ne? Das sind sie für eine, ne? Und wir standen schon so 5 Minuten, sage ich jetzt mal, oder 3, 4, 5 Minuten. Und ich hatte schon ein bisschen Bedenken, dass die Reifen kalt geworden sind und die waren bestimmt auch ein bisschen abgekühlt und deswegen sind wir dementsprechend gemütlich losgegangen, auch die Nina, die dann vor mir stand, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass das die Nina war und wir sind relativ gemütlich losgefahren und ich habe mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht, naja, also das Mädchen, die fährt aber gut Motorrad, dachte ich mir, ne? Und jetzt schauen wir mal kurz rein, so in die erste Runde des Ganzen, muss ich mal kurz hier die Kopfhörer aufsetzen, dass ich auch was höre, hier meine schönen mintgrünen Kopfhörer auf meiner Tochter, weil meine sind in der Firma. Wir fuhren da so raus und ich dachte mir, naja, gut, die hat eine ganz vernünftige Haltung, tun wir die Reifen ein bisschen aufwärmen. Und das war dann schon in der ersten fliegenden Runde und da war ich dann überrascht. Verwirrung wurde größer, genau. Und ich war dann echt überrascht, dass die dann schon so am Kabel gezogen hat. Und dieser Überraschungseffekt, der hat ja voll eingeschlagen und der hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt echt perplex war. Und ich dachte mir nur so, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und es hat soweit auch noch gut funktioniert und man sieht jetzt aber hier schon, dass sie die Ausgänge viel besser getroffen hat und auch viel schneller in den Ausgängen war. Auf der Bremse konnte ich hier immer wieder ein bisschen ranfahren, sieht man, da komme ich wieder ran. Aber die Ausgänge hat sie viel schöner und sauberer getroffen und konnte auch viel besser, jetzt schon viel mehr Kurvenspeed und hat dann voll rausgezogen.
währenddessen meine Ducati hier da ganz schön am Schlingern war. Und jetzt habe ich mich wieder rangebremst. Und immer an den Eingängen kam ich ran und an die Ausgänge fuhr sie mir davon. Also hat sie wieder hier Meter gemacht, dann habe ich mir gedacht, scheiße, ich muss wieder ran, ne? Wieder später gebremst, wieder rangezaugt. Und es hat mir aber nicht so viel gebracht und das ist natürlich interessant, warum das so ist. Zum einen hat jetzt zum Beispiel auch jemand geschrieben, ich mache mal kurz auf Pause. Und hier, sie fährt extrem über die Schikane drüber. Da dachte ich mir, dann kann ich da auch drüber fahren, wenn die da drüber fährt. Aber ich mache mal kurz Pause, weil ich noch was dazu sagen möchte. Also es ist so, dass ein paar geschrieben haben, ja, die Suzuki von der Nina, die liegt viel besser, die ist viel ruhiger. Und das mag sein, aber das können wir gar nicht beurteilen, weil die Panigale von mir, die hat am Kurvenausgang ziemlich gerührt, sage ich jetzt mal, also so typisch Panigale. Aber selbst das hätte jetzt ein Hintermann hinter mir, der hätte das nicht gesehen. Somit hätte das sogar sein können, dass die Suzuki von der Nina genauso hätte gerührt, aber wir hätten es nicht gemerkt. Und von dem her ist es nicht wirklich relevant. Warum die Ducati so rührt, ist eigentlich, erstens ist es Ducati, das ist auch bei der neuen V4 immer noch ein bisschen so, das ist normal. Zum anderen ist es aber auch so, dass das nicht mein Motorrad war, habe ich die Traktionskontrolle relativ hoch eingestellt gehabt. Und desto höher die Traktionskontrolle eingestellt ist, umso mehr bewegt sich das und umso mehr macht es genau dieses Rühren, dieses Wackeln, wenn sich der Lenker dann bewegt, weil das ja letztendlich immer von hinten ein Schlupf ist, der kommt und dann regelt die Traktionskontrolle ein und dann regelt sie nicht mehr, dann stellt sie wieder ein bisschen quer und dann kommt sie wieder zurück. Und das ist immer dieses Regeln. Hätte ich da zum Beispiel weniger Traktionskontrolle gefahren, wäre das deutlich besser gewesen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht so hart habe beschleunigen können, weil ich habe ja den Schieber voll aufgemacht, aber es ist nichts passiert, weil die Traktionskontrolle gesagt hat, aber es hat noch einen weiteren, auch einen fahrerischen Aspekt. Zu dem Thema Elektronik kann ich nur sagen, ich habe danach mit der Nina gesprochen, die fährt zum Beispiel keine Elektronik, weil sie sagt, die Elektronik, die Originalelektronik von der Suzuki ist so schlecht, sie muss sie ausschalten. Also die ist komplett ohne Traktionskontrolle, ohne alles gefahren und das ist auch der Grund, warum die so dermaßen krass wirklich rausgeslidet ist aus den Ecken und da solche Meter gemacht hat, das war irrsinnig, die ist komplett ohne Elektronik gefahren. Und jetzt schauen wir mal weiter, da kommt ein bisschen der Verkehr, dann wird es dann schon ein bisschen anspruchsvoller, weil da habe ich natürlich auch folgen müssen wegen dem Verkehr. Und da sieht man, die Ausgänge hat sie irrsinnig schnell gemacht. So, und ich bin da jetzt zum Beispiel aber auch wieder viel schneller hinein und auch in die letzte Kurve hier fahre ich schneller rein, aber das macht mir ein Problem, weil jetzt kommt nämlich mein fahrerisches Problem. Ich schieße so schnell in die Kurve rein, dass ich den den Fehler gemacht, den ich immer prophezei, nicht zu machen, zu quasi richtig scharf zu sein, schnell zu fahren und ich war verkrampft, weil ich zum einen überrascht war, zweitens war ich überhaupt nicht vorbereitet drauf und drittens wollte ich einfach hinterherkommen und habe letztendlich, durch das, dass ich mich beim Kurveneingang, nachdem ich festgestellt habe, dass die Kurvenausgänge ich keine Chance habe, musste ich das quasi im Kurveneingang kompensieren und jetzt habe ich eigentlich die Kurveneingänge zu schnell genommen. Und was passiert dann? Du kannst den Radius nicht lange genug so eng halten und musst zu früh weggehen vom Curb. Und genauso wie hier jetzt in der letzten Kurve, konnte ich dann mal, wenn man jetzt aufpasst, da geht es zu früh weg, weil ich den zu schnell war quasi und den Radius nicht habe halten können. Und dann geht es zu früh weg und ich kann nicht richtig stark Gas geben. Da hätte ich länger innen bleiben müssen und ein bisschen langsamer innen bleiben müssen, dann wäre es auch viel besser gegangen. Also das ist eigentlich ein Widerspruch. Hätte ich mir mehr Zeit gelassen am Kurveneingang, hätte ich besser beschleunigen können und wäre besser nachgekommen. So, da ist jetzt natürlich auch vom Verkehr aufgehalten worden, warum ich jetzt wieder ran bin. Das war dann auch relativ schwierig, durch den Verkehr mit durchzufahren. Sie kam da auch nicht gleich vorbei, hat man gesehen, weil die Jungs, die waren jetzt nicht wirklich langsam, die waren halt so 1-2 Sekunden langsamer und bei 1-2 Sekunden langsamer kannst du nicht einfach so überall vorbeifahren, das ist facto nicht möglich. Deswegen hat sich das da ziemlich gestaut, hat sich aber hinten nach der Schikane auch wieder aufgelöst. Und das war hier, da haben wir ein bisschen warten müssen, beide, ne? Da kann man ein bisschen rumdrödeln. Und ich musste, da ist sie an dem einen, ne, wollte sie auch schon vorbei, ist aber nicht gegangen.
Und jetzt kam sie aber an dem schon mal vorbei. Und für mich hat es aber leider auch nicht gereicht, weil der war, wie gesagt, nicht so langsam, dass ich da einfach hätte so vorbeifahren können. Da hätte ich vielleicht auf der Bremse vorbeifahren können, da war ich mir natürlich dann auch nicht so sicher. Ne? Somit hat sie jetzt schon wieder Meter gemacht und ich musste mich anpassen. Auch hier hat man gesehen, dass ich am Ausgang nicht schnell genug war, sondern immer die Eingänge schnell genommen habe und die Ausgänge im Endeffekt immer ein bisschen verzettelt habe. Jetzt habe ich aber konzentriert, weil ich wusste an dem vorbei, sondern jetzt bin ich länger innen geblieben wie er und konnte dann vorbeifahren. Hier habe ich quasi, durch das, dass mich er ein bisschen gebremst hat, habe ich quasi am Scheitelpunkt langsamer fahren können oder musste langsamer fahren und habe somit den Ausgang besser getroffen. So, jetzt habe ich mich hier wieder rangebremst und richtig spät gebremst, den Eingang versucht richtig schnell zu machen und dann sieht man, wie weit dass ich hier dann schon gehen muss und dann im Endeffekt noch so mit dem Eingang geflasht war. Und jetzt sieht man auch, wie die Ducati wieder rührt, ne? Also da ist die Elektronik regelt da gewaltig und hier am Eingang wieder versucht, viel Zeit gut zu machen. Und dann ist es nicht so, dass ich vielleicht hätte die Linie nicht halten können von der Theorie, also die hätte ich vielleicht sogar halten können, aber durch das, dass man die Eingänge so schnell wählt, ist es auch so, dass man sich auch extrem schnell fühlt und dann denkt, boah, das war jetzt richtig krass, das muss ich erstmal verdauen, ne? Also das sind Zehntelsekunden, die einem abgehen, um da einfach nochmal sauber sich zu positionieren und nochmal sauber beschleunigen zu können. Wenn die Position nicht passt, dann ist das halt de facto unmöglich. Was da jetzt gerade los war mit dem Verkehr, weiß ich auch nicht. Da haben zwei irgendwie gewartet, also der eine hat gewartet, also der jetzt glaube ich hat irgendwie gewartet gehabt oder so, ich weiß es nicht genau, was da war. Also das war dann durch den Verkehr durch und ich war im Grunde genommen war ich ein bisschen perplex, ne, dass das so passiert ist. Aber die Message soll jetzt im Endeffekt sein, man sieht es jetzt immer wieder hier, ich versuche ja extrem schnell ranzufahren und kann ewig lang nicht ans Gas gehen. Das heißt, ich habe den Scheitel schon lange überschossen und kann dann erst ans Gas gehen. Auch hier zu früh weg und kann nicht richtig Gas geben, die Elektronik regelt mich ein. Hätte ich weniger Elektronik gehabt, wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber grundsätzlich war es ein fahrerischer Fehler durch das, dass ich es einfach nicht abwarten habe können. Auch hier viel zu schnell am Eingang, um im Endeffekt im Nachhinein viel zu geflasht zu sein, um dann die Punkte wieder sauber zu treffen. Hier am Ausgang, zwar den Ausgang getroffen, aber jetzt seht ihr mal, wie die Ducati hier rührt, die Elektronik regelt ein, hier viel zu spät auf der Bremse, die slidet hier förmlich rein, ein bisschen zu weit gegangen, zwar wieder zurückgekommen, aber nicht so richtig beschleunigen können. Also ich hätte das Motorrad schon früher umdrehen müssen und dieses früher Umdrehen ist halt im Endeffekt nicht möglich gewesen, wenn das Motorrad quasi zu schnell am Scheitelpunkt ist. Und wir reden da maximal von 4, 5, 6 km/h, die man am Scheitelpunkt zu schnell ist und dann den Ausgang nicht trifft. Und das beweist eigentlich auch die Theorie, dass man sagt, Beschleunigen ist wichtiger als Bremsen. Und ich habe dann auch mit der Nina gesprochen und ich habe sie gefragt, warum sie am Kurveneingang tendenziell langsamer war. Das hatte den Hintergrund, dass sie zum Beispiel in dieser Original Suzuki auch noch das ABS drin hatte, wie ich natürlich auch. Aber von der Suzuki ist die Bremse relativ schlecht, kein Vergleich zu Ducati. Und jetzt musste sie früher bremsen und musste quasi am Scheitelpunkt langsamer sein, weil das Motorrad nicht mehr zugelassen hat, aber konnte sich dann viel besser positionieren und besser beschleunigen. Also dann sieht man mal, wie wichtig es ist, gut zu beschleunigen und wie wenig wichtig es ist, extrem spät zu bremsen, weil das macht viele, viele Fehler. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer lehre meinen Schülern, nicht zu spät bremsen, lieber ein bisschen softer, dafür am Scheitelpunkt ein bisschen besser positionieren und die Ausgänge müssen sitzen, dann muss ich den Schieber aufmachen und so weiter. Aber dann sieht man mal, was das für einen Hintergrund hat, wenn man aus der Psyche her vielleicht ein bisschen zu gestresst ist, vielleicht ein bisschen zu verwirrt ist in dem Moment, was mich da in dem Fall quasi erwischt hat. Was ich hätte normalerweise nie gemacht. Gut, da kam dazu, ich kannte die Strecke kaum, das Motorrad war nicht meins, ist natürlich auch ein Thema. Letztendlich sind die Motorräder versichert von Ducati, aber seien wir uns ehrlich, wenn ich die wegschmeiß, dann habe ich wahrscheinlich das letzte Mal von Ducati Deutschland so ein Motorrad gekriegt. Also bin ich da natürlich relativ heikel und vorsichtig. Also wir sind da, das war eine 1,33er Rundenzeit, da haben da ein paar geschrieben, ja 1,33 ist ja lächerlich und so, ja, ist auch, ja, muss ich zugeben, ist bestimmt nicht meine beste Rundenzeit auf einer Strecke. Es gibt Rennstrecken, bin ich schneller, aber ich möchte behaupten, wenn ich jetzt in Oschersleben mit dem eigenen Bike da ein paar Mal fahre, finde ich da schon einmal 2-3 Sekunden. Also ich denke, das war interessant,
um auch mal so Eigenreflexion zu sehen von mir, wo ich mit meinem Fahrerischen nicht zufrieden bin und was ich hätte im Nachhinein anders gemacht und was mir in dem Moment aber nicht aufgefallen ist, weil ich so heiß war, da dran zu bleiben und dadurch irrsinnig spät gebremst habe und dadurch im Endeffekt langsamer war, als wenn ich ein bisschen früher gebremst hätte, ein bisschen weniger hart gebremst hätte, ein bisschen langsamer gewesen wäre am Scheitelpunkt und somit die Linie vom Scheitelpunkt zum Ausgang hätte besser halten können. Die Linie vom Eingang oder vom Bremspunkt bis zum Scheitel, die habe ich getroffen, weil das kann die Ducati. Die Ducati kann das auf der Bremse irrsinnig gut, da die Radien zu treffen. Da bricht die hinten lieber ein bisschen aus, das leidet die hinten ein bisschen mit, aber sie trifft den Scheitelpunkt, den triffst du auf der Bremse mit der Ducati definitiv. Bloß sobald du dann die Bremse loslässt, ne, und dann merkst du, scheiße, ich kann den Radius nicht halten, mich treibt es nach außen und dann kannst du nicht einfach nicht konsequent genug das Gas voll aufmachen bis zum Anschlag, sondern du musst eben diese Sekunde warten noch und in dieser Sekunde, wo der andere schon früher ans Vollgas gehen kann, das ist dann das, was er an Rundenzeit macht, auf die darauffolgende Gerade. Ich denke, es war ein bisschen interessant, gebt mir gerne einen Daumen hoch, macht den Fehler nicht selber oder vielleicht hat sich jetzt der eine oder andere dabei ertappt, dass er sagt, das kommt mir bekannt vor. Ich denke, jeder kennt das von uns, aber auch mal von meiner Seite, dass ihr seht, ich bin auch nicht perfekt, kann passieren, habe ich kein Problem damit, stehe ich absolut drüber, weil nur wenn man Fehler erkennt, dann machen wir sie in Zukunft besser und man wird besser und schneller und sicherer und man wächst mit der Erfahrung. Also, gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.